nächsten Tagesordnungspunkt, und das ist die gemeinschaftliche Behandlung der Tagesordnungspunkte 11 und 12, wobei wir dann in der Abstimmung mit 12 beginnen und dann die 11. Die Einbringung würde ich mir selber machen. Sehr geehrten Stadträte und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, besonders zu diesem Tagesordnungspunkt begrüße ich den Geschäftsführer der Bundesgartenbaugesellschaft, Herrn Sandner. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Es ist mir eine, außerdem eine Ehre, dass ganz wichtige Wegbegleiter dieser Bewerbung heute anwesend sind. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Staude vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten in Sachsen, Herrn Gerken, Kanzler der TU Dresden, Herrn Wehle, Präsident des Galabauverbandes. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Entscheidung im Stadtrat verfolgen werden. Schon meine Eingangsworte machen deutlich, wenn wir heute über die Bewerbung Dresdens für die BUGA 2033 sprechen, dann reden wir nicht von einer klassischen Vorlage der Stadtverwaltung. Die Machbarkeitsstudie ist ein Gemeinschaftswerk zahlreicher gesellschaftlicher Akteure, wissenschaftlicher Expertinnen und Experten und Vertretern der involvierten Branchen und Berufsverbände. Vor fast genau einem Jahr, konkret am 15. Dezember 2022, hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung eine Bewerbung für die BUGA 2033 prüft und hierzu eine Machbarkeitsstudie erstellen lässt. Schon vor diesem Beschluss habe ich immer wieder den Kontakt mit der Bundesgartenbaugesellschaft gesucht und daraus ist ein intensiver Gesprächsfaden entstanden, für den ich sehr dankbar bin. Herr Sandner hat mich dabei immer wieder bestärkt, eine mögliche Bewerbung voranzutreiben, gerade weil auch über 30 Jahre nach der Wende noch nie eine BUGA in Sachsen stattgefunden hat. Die Machbarkeitsstudie, die Sie jetzt vorliegen haben, bildet letztendlich die umfassende Grundlage für die formelle Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden. Die Deutsche Bundesgartenbaugesellschaft hat uns bis Ende dieses Jahres für unsere Bewerbung ein Exklusivrecht eingeräumt. Auch daran können Sie das vertrauensvolle Verhältnis, aber auch den Wunsch nach einer längst überfälligen sächsischen Bewerbung sehen. Verehrte Mitglieder des Stadtrates, mit der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde die Arbeitsgemeinschaft KIM, Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH und Ulrich Krüger, Landschaftsarchitekten, beauftragt. Viel wesentlicher ist aber, nicht nur die AGE hat über die vergangenen Monate Ideen entwickelt, mögliche Standorte geprüft und Finanzierungspläne erarbeitet, sondern auch Bürgerinnen und Bürger sowie lokale und regionale Akteure aus Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Medien, Verbänden und Vereinen haben intensiv mitgewirkt. Bei zwei BUGA-Dialogen, einer BUGA-Umfrage, der Dresden-Lounge, der BUGA-Werkstatt sowie zum offenen Rathaus kamen zahlreiche Vorschläge und Anregungen, die in die Machbarkeitsstudie eingeflossen sind. Ein Bewerbungsbeirat hat den Prozess zur Erstellung der Machbarkeitsstudie von Anfang an begleitet und in insgesamt 6 Sitzungen in diesem Jahr wichtige Impulse gegeben. Diese breite Beteiligung freut mich nicht nur, sie ist auch ein Versprechen an die Zukunft. Eine Bundesgartenschau in Dresden kann nur gelingen, wenn sie von den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird. Das Besondere an unserem Konzept ist, dass es nicht nur die großartigen Gartenbautraditionen der vergangenen Jahrhunderte anknüpft. Als Leitmotiv der BUGA 2033 fungieren die Trümmerberge und Halten, die über die Stadt verteilt sind. Die Trümmer nach den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg wurden in 3 höheren Hügeln an den Hellerbergen, am Ostragehege und in Leuben und flacheren ausgezogenen Halten, unter anderem im heutigen Südpark oder zum Beispiel im Bereich der Galopprennbahn Seidnitz, abgelagert.
Diese Erhebungen als bedeutende Erinnerungsorte sollen als zentrale Bereiche entwickelt und näher im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. Und dies genau 100 Jahre nach der Machtergreifung der Nazis. Die Standorte sind auf das gesamte Stadtgebiet verteilt und sollen durch übergreifende Grünzüge miteinander verbunden werden. Ein wesentliches Ziel ist dabei, bereits vorhandene Grün- und Freiflächen einzubinden und weiterzuentwickeln. Uns bietet sich die Chance, innerhalb von 10 Jahren Gebiete in unserer Stadt zu entwickeln, die ansonsten noch über Jahrzehnte brach liegen würden. Wir werden mit dem Südpark nicht nur den Stadtteil auf, sondern auch den Campus unserer Exzellenzuniversität. Hiermit meine ich auch insbesondere das Umfeld am Blauen Band Geberbach und den Kiessee in Leuben. Aus diesem Grund werbe ich ausdrücklich dafür, den Grundstücksankauf in Dobritz zuzustimmen. Hierbei handelt es sich um Flächen für eine Kleingartenanlage, Wegflächen sowie bewaldete Grün- und Freiflächen, zu dem der Trümmerberg Leuben gehört. Die Begehbarmachung des Trümmerberges wie auch die langfristige Sicherung der Kleingartenflächen sind Teil des Vorhabens Blaues Band Geberbach und tragen maßgeblich den von Ihnen im Jahr 2017 beschlossenen Städtebaufördergebiet Dresden-Südost-Rechnung. Fakt ist, das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Die Buga wird selbstverständlich ein Investitionsschwerpunkt der kommenden Jahre, sowohl was Eigen- als auch Fördermittel von Bund und Land betrifft. Um dies zu schaffen, brauchen wir die Unterstützung von vielen Seiten. Ich bin dem Ministerpräsidenten, dem Kabinett und den Regierungsfraktionen im Sächsischen Landtag sehr dankbar für die offenen und konstruktiven Gespräche, die wir hier dazu geführt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesgartenschau ist eine große Chance für Dresden. Eine Chance, unsere Stadt nicht nur grüner, nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Es ist auch die Möglichkeit, die Dresdnerinnen und Dresdner zusammenzubringen und die erste Bundesgartenschau nach Sachsen zu holen. Unsere Buga soll weit mehr sein als schöne Beete, mehr als eine touristische Attraktion. Die Bundesgartenschau in Dresden soll als ein umfassender städtebauliches Projekt realisiert werden, das über das Veranstaltungsjahr hinaus eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Hier sollen Natur und Menschen gleichermaßen im Vordergrund stehen. Ich hoffe sehr, dass dieser Stadtrat heute die Chance ergreift und eine für die Stadt richtungsweisende Entscheidung fällt. Vielen Dank. So, und damit kommen wir zur Debatte. Geschäftsordnung, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Keine Angst. Ich bitte nur um einen geschäftsordnenden Hinweis. Und zwar behandeln wir ja jetzt 2 Tagesordnungspunkte zusammen. Gibt es jetzt 2 Fraktionsrunden? Oder muss Herr Deppe und Frau Mühle sich streiten, wer 5 und wer 3 Minuten redet? Ja, das ist eindeutig. Der erste Redner hat 5 Minuten, der zweite hat 3 Minuten, so wie wir es bei der Geschäftsordnung beschlossen haben. So, wir kommen dazu und es wäre jetzt möglich, die Ergänzungsanträge zu den beiden Tagesordnungspunkten einzubringen. Vielleicht macht es aber Sinn, die alle in den Fraktionsrunden zu machen. Ich stelle sie hinein, nein, Sie wollen. Also, dann würde ich mal starten und beginne mal zunächst mit den Ersetzungsanträgen, die im Tagesordnungspunkt 11 gestellt worden sind. Sie sind mehr weitergehend. Darf zunächst die AfD, Herr Nazinski, dann Fraktion Die Linke bitten, das einzubringen. Sie würden es in der Debatte machen, das ist legitim, das halte ich auch für sinnfällig, aber
Wenn darauf bestanden wird, sagt unsere Geschäftsordnung, dass die Einbringung Änderungsanträge vorher passieren. Und Herr Laczynski möchte es, also bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Damit ich meinem Fraktionskollegen dann in der Fraktionsrunde auch die 5 Minuten noch spendieren kann, bringe ich den Antrag jetzt natürlich gesondert ein. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, wir debattieren heute über den Ankauf von Grundstücken rund um den Trümmerberg in der Nähe der Kiesgrube Leuben. Einen 30 Meter hohen Bergbauschutt, der dort infolge der Entrümmerung nach den Bombenangriffen um den 13. Februar 1945 entstand. Seitdem liegt das Gelände brach und wurde weitestgehend sich selbst überlassen. Jetzt möchte die Stadt dieses Gelände von dem privaten Eigentümer kaufen und hat es schon vor dem eigentlichen Kauf als Konzeptbestandteil für das Blaue Band Geberbach und für die Bürgerbewerbung 2033 ausgewiesen. Mit dem Vorgehen genau in dieser Reihenfolge hat die Stadtverwaltung dem Stadtrat nun in dieselbe Lage manövriert wie 2018 beim Ankauf des Schikaniergrundstücks auf dem Ferdinandplatz. Der Eigentümer, dem das grundsätzliche Interesse der Stadt an diesem Grundstück bekannt war, hat diesen Umstand bei den Verkaufsverhandlungen ausgenutzt. Nun diskutieren wir heute über einen Kaufpreis von fast 1 Million Euro für Grundstücke, die laut aktueller Verkehrswertermittlung gerade einmal 150.000 Euro wert sind. Am Ferdinandplatz sah die Stadt einen unmittelbaren Handlungsdruck für die Errichtung des Verwaltungszentrums, welches innerhalb weniger Jahre errichtet werden sollte, und versuchte so, den dreifachen Verkehrswert als Kaufpreis zu rechtfertigen. Heute reden wir über einen Kaufpreis von mehr als dem Sechsfachen, nur um ein Konzept umzusetzen, was jetzt gerade mal in der Erstfassung vorliegt und bis zur Realisierung in 10 Jahren ohnehin noch das ein oder andere Mal angepasst oder über den Haufen geworfen wird. Wir sollten dabei auch nicht aus Acht lassen, wie diese Verkehrswertermittlung zustande gekommen ist. Der ermittelte Verkehrswert berücksichtigt bereits die Entwicklungsperspektiven, die die Stadtverwaltung im Zuge der Buga-Bewerbung und des Blauen Bandes Geberbach für dieses Grundstück sieht. Entwicklungsperspektiven, die ausschließlich die Stadt selbst dort sieht und die ausschließlich auch von der Stadt selbst dort realisiert werden können. Im Gegensatz dazu berücksichtigt dieses Verkehrswertgutachten nicht, ausdrücklich nicht, mögliche Altlasten, die auf dem Grundstück sehr wahrscheinlich zu finden sind. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die in den Vorkriegsbauten verwendeten Baustoffe wie Bleirohre, Bleibeschichtungen, Phosphatfarben und Teerpappen auch gemeinsam mit dem Ziegelschutt in diesen Trümmerberg aufgeschichtet wurden. Wie stark die Schadstoffbelastung ist, wissen wir nicht. Denn der Eigentümer hat es der Stadt ausdrücklich verboten, vor dem Kauf das Grundstück zu betreten und entsprechende Tests durchzuführen. Und auch das Thema von notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen ist bei der Bewertung nicht berücksichtigt, obwohl regelmäßig Geländeabgänge, insbesondere bei der Böschung in Richtung Kiesgrube Nord, zu beobachten sind. Wir können hier nur mutmaßen, aber angesichts des Umstandes, dass der Eigentümer für diese Grundstücke extra eine UG, also eine Unternehmensgesellschaft, gegründet hat, um nicht persönlich in Haftung genommen zu werden, lässt nichts Gutes ahnen. Im Übrigen empfehle ich jedem Stadtrat, sich nochmal die Unternehmensdaten dieser UG bei Morstar dann mal genauer anzusehen. Dort sind die Grundstücke übrigens mit einem Buchwert von 32.000 Euro ausgewiesen. Wir kaufen hier also sprichwörtlich die Katze im Sack, in einem überteuerten Sack. Und wir wissen noch nicht mal, ob die Katze noch lebt. Wir als AfD-Fraktion wollen die Buga in Dresden und wir befürworten auch das gleich zu beschließende Konzept. Aber wir stehen auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern. Deshalb wollen wir mit dem hier vorliegenden Ersetzungsantrag den Oberbürgermeister beauftragen, nochmals in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Grundstücke zu gehen und einen Kaufpreis zu verhandeln, der etwas näher an der Realität liegt. Wir müssen diese Grundstücke nicht unbedingt kaufen. Wir können auch das Konzept überarbeiten. Letztendlich ist und wird die Landeshauptstadt auf lange Sicht der einzige Interessent für diese Grundstücke sein. Und die Landeshauptstadt wird auch der einzige Akteur sein, der imstande ist, mit diesem erheblichen Altlastenrisiko umzugehen und überhaupt eine sinnvolle Verwendung für diesen Haufen Trümmerschutt zu finden. Ich bin mir sicher, dass dem Oberbürgermeister gelingen wird, dem Grundstückseigentümer diese Rahmenbedingungen auch nochmal bewusst zu machen. Vielen Dank. So, jetzt frage ich die anderen Ergänzungsantragsteller ab, ob sie es jetzt hier einbringen wollen. SPD? In der Fraktionsrunde dann, okay. Linke hatte es ja schon gesagt gehabt. Und Bündnis 90 Die Grünen? Auch in der Fraktionsrunde. Dann starten wir jetzt in die Fraktionsrunde. Die wird heute beginnen, die Debatte mit AfD-Fraktion. Und insoweit gehe ich davon aus, Herr Laczynski, Sie haben jetzt, macht Herr Wiedemann, oder? Wer macht Fraktionsrunde? Herr Wiedemann, dann los geht's.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste. Die Bundesgartenschau 2033 in Dresden. Kann das Dresden und was bringt uns die Buga? Die erste Frage, kann das Dresden, wird heute entschieden. Mit unserer Zustimmung zum Antrag wird der Oberbürgermeister beauftragt, die nötigen Schritte zur Planung, Finanzierung und Durchführung zu veranlassen, Fördergelder einzuwerben und eine Buga-Gesellschaft, die das alles zusammenbringt, zu gründen. Wir sehen dann in 10 Jahren die Entwicklung der Buga bildlich von der heutigen Aussaat bis zur finalen Blüte im Jahr 2033. Die weitere Frage war, was bringt Dresden die Buga? Die Frage kann man nicht mit einem Satz beantworten. Die Buga gibt Dresden die Chance, Stadtgebiete attraktiver, nachhaltiger, ökologischer zu gestalten, Stadtgebiete aufzuwerten und nicht so ansehnliche Orte massiv zu verbessern. Das betrifft vor allen Dingen die Trümmerberge, die natürlich zum normalen Preis erworben werden sollten, also der eine. Ein weiterer Vorteil der Buga für Dresden sind die zu erwartenden Besucher bzw. Touristen, die Einnahmen für Dresdner Händler und Hotels generieren, was natürlich auch der Stadtkasse wiederum zugutekommt. Ein weiterer und der wichtigste Punkt eigentlich ist die nachhaltige Weiternutzung der meisten Flächen nach der Bundesgartenschau. Dieser Thematik sollte sich der Stadtrat aber nicht erst im Jahre 2033 widmen, sondern auch schon jetzt. Wir werden der Vorlage der Verwaltung zustimmen, bitten jedoch weitere Punkte, die später draufkommen, separat abzustimmen. Vielen Dank. Damit ich es richtig verstehe, Sie meinen, alle Änderungsanträge, die gestellt werden, die werden sowieso getrennt abgestimmt, ja? Oder was ist damit gemeint, jetzt Ihren Antrag, Herr? Hallo. Auch die im federführenden Ausschussbericht ergänzenden Punkte, die hinzugekommen sind, bitte alle punktweise. Gut, nur damit ich es dann verstehe für im weiteren Verfahren. So, dann machen wir weiter. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Tepper, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Tribüne oder im Stream. Wir haben es ja hier mit einem Großprojekt zu tun, wo wir in der seltenen Situation sind, dass wir uns hier in der Stadt, sowohl im Rat als auch in der Stadtgesellschaft, mal ziemlich einig sind, dass das eine gute Sache ist und dass wir uns darauf freuen, wenn wir das realisieren können. Das haben wir ja nicht so ganz häufig. Es ist eine große Möglichkeit für den Tourismus, aber was es vor allen Dingen ist, ist eine große Chance für die Stadtentwicklung in Dresden. Der Oberbürgermeister hat schon darauf hingewiesen. Ich möchte nur noch mal so beispielhaft ein Areal hervorheben, nämlich den Dresdner Südosten mit dem blauen Bad Geberbach, was damit entwickelt werden kann, mit dem Trümmerberg dort, mit der Fortsetzung Richtung Elbe und eben auch mit der Möglichkeit, jetzt endlich dort eine öffentliche Badestelle errichten zu können. All dies geht in dem Konzept mit auf. Wenn wir jetzt nochmal so an den Anfang zurückgehen, als wir vor etwa einem Jahr gesagt haben, ja, wir wollen uns dieser Geschichte annehmen und eine Machbarkeitsstudie machen, da standen Ideen am Anfang. Und es ist sehr eindrucksvoll zu sehen gewesen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Es war nämlich ein ganz intensiver Beteiligungsprozess, sowohl aus der Bürgerschaft als auch eben aus dem Bewerbungsbeirat, den wir gehabt haben, wo ja eben auch viele Akteure der Stadtgesellschaft und auch Expertinnen und Experten da mitgewirkt haben. Und nur noch mal zur Erinnerung, wir haben am Anfang eine Konzeptidee gehabt, die im Wesentlichen zwei Kernstandorte vorsah, zum einen den Südpark und zum anderen eben Blaues Band Geberbach. Und da war dann schon zu erkennen, dass der Südpark dann doch recht erheblich belastet werden würde und vielleicht auch vieles passieren würde, was dem ursprünglichen Konzept nicht entsprach, weil dann viele Ausstellungsflächen dort entstanden wären. Und dann hat sich ein Prozess entwickelt, wo dann eben andere Standorte ins Spiel gekommen sind. Und daraus ist die jetzige Vorlage entstanden, die eben 4 Kernstandorte vorsieht.
hinzugekommen, ist eben im Osten die Galopprennbahn, die jetzt eben auch ein bevorzugter Standort ist für Ausstellungsgelände und Hallen. Und es ist eben der Proschhübel zusammen mit dem Hechtpark im Norden hinzugekommen, im St. Pauli-Friedhof. Das ist auch eine ganz wesentliche Bereicherung dieses Konzeptes. Und so haben wir jetzt, denke ich, ein Konzept vor uns liegen, was wirklich eine runde Sache darstellt. Aber natürlich ist noch nicht alles perfekt und ich denke, es stellen sich zum Beispiel noch viele Fragen bezüglich des Verkehrskonzeptes, dass wir das also auch wirklich leisten, ohne hier zusätzlichen mobilen Individualverkehr zu haben, sondern dass wir das wirklich mit unserem ÖPNV gut stemmen. Und wir brauchen auch, denke ich, noch mehr Biotopvernetzung aus dem Südpark heraus, zum Beispiel übers Unigelände Richtung Großen Garten. Ein paar Ideen über das, was jetzt noch zusätzlich nötig ist, haben wir tatsächlich auch über die Ausschüsse noch hineinbekommen. Und da geht es insbesondere auch um Ticketmodelle, die es Menschen, die eben dort in der Nähe wohnen, die es Familien erleichtern, dort einen kostengünstigen Zugang zu bekommen. Da ist jetzt heute noch mal der Ergänzungsantrag der Linken dazu gekommen, dem wir dann auch zustimmen würden. Wir selber haben ja eben stark dieses familienorientierte Ticketmodell hineingebracht. Wir haben jetzt noch einen Punkt, der uns Grünen besonders wichtig ist, nämlich dass es eine doch intensive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bereits im Prozess jetzt gibt. Und entsprechend haben wir eben nochmal den Ergänzungsantrag gestellt, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen abzusichern sind durch frühzeitige und umfassende Beteiligung. Da bitten wir nochmal herzlich um Ihre Zustimmung, denn Kinder und Jugendliche gelangen bei solchen Dingen auch gern unter die Räder. Jetzt noch zu der Grundstücksgeschichte. Ja, das ist eine ganze Menge Geld, was dafür aufgerufen wird, aber wir können jetzt rechnen mit einem Wert von knapp 25 Euro pro Quadratmeter. Das ist viel Geld, aber das sind eben im Rahmen der Buga jetzt wirklich auch wertvolle Grundstücke. Und wer jetzt meint, dass man die jetzt, nachdem dieses ganze Konzept bekannt ist, von dem Eigentümer billiger bekommen wird, der lügt sich wirklich in die Tasche. Das Ganze ist ausverhandelt worden, bevor die Buga bekannt wurde. Und wenn wir das jetzt nochmal neu verhandeln wollen, dann wird der Eigentümer dort sicherlich noch viel höhere Preise aufrufen. Und dann stehen wir viel schlechter da und uns wird dann ein Kernareal der Buga wirklich fehlen. Deshalb bitten wir also auch sehr um Zustimmung zu dem Tagesordnungspunkt 11, zu der Grundstücksvorlage Dobritz. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Normalerweise bräuchten wir die Debatte wahrscheinlich gar nicht führen, weil der Oberbürgermeister schon fast alles gesagt hat, was wir jetzt irgendwie in den Fraktionsrunden doch noch mal wiederholen. Aber es ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir in dieser Stadt treffen, in diesem Stadtrat. Und deswegen ist die Debatte trotzdem wichtig. Die Buga 2033 ist eines der größten städtebaulichen Projekte, was wir in Dresden angehen werden. Denn wir werden damit Flächen entwickeln in einem Zeitraum, wo wir normalerweise nichts entwickeln könnten. Also wir würden diese Flächen normalerweise in 50 Jahren entwickeln können. Und es gelingt uns jetzt, wenn wir den Buga-Zuschlag bekommen, am Ende eine Entwicklung in 10 Jahren herbeizuführen. Ich will da ganz konkret zum Thema Südpark das Beispiel erwähnen. Ich bin dort gegenüber groß geworden. 1981 sind wir auf die Südhöhe gezogen und ich kenne diese Fläche, dieses Areal dort oben, dieses Feld seit meiner Kindheit immer nur als Feld. Und diese Heizungsrohre, die da über das Feld verlaufen, keine Wegebeziehung, also das ist eine Entwicklung, die jetzt seit 40 Jahren oder länger als 40 Jahre da ist und jetzt werden wir es anpacken und können entsprechend mit der Buga eine Entwicklung für dieses Gelände bringen. Die Galopprennbahn, ebenfalls ein Gelände, was deutlich mehr Potenzial hat und, Kollege Deppe hat es gerade erwähnt, ein Gelände, was sich erst im Laufe des Werbungsprozesses oder des Nachbarkeitsstudienprozesses im letzten Jahr entwickelt hat.
Denn am Anfang war die Galopprennbahn noch nie wirklich im Fokus, sondern es hat sich erst in den letzten Monaten entwickelt. Und das ist eine gute Entscheidung, weil wir auch dort ein riesengroßes Potenzial haben, eine Fläche innerhalb der Stadt zu entwickeln für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Die Machbarkeitsstudie spannt den Bogen von der Vergangenheit Dresdens hinein in die Zukunft unserer Stadt, denn die Trümmerberge sind das verbindende Element. Unter ihnen liegt der Schutt des früheren Dresdens und sie sind das Leitmotiv der Bewerbung. Allerdings reicht Dresdens Geschichte deutlich weiter. Wir haben im Dresdner Südosten in Nickern den Archäopfad, steinzeitliche Spuren und im Rahmen des Blauen Bandes Geberbach ist auch der Archäopfad jetzt mit in der Machbarkeitsstudie aufgeführt. Ich persönlich habe immer noch den großen Traum, Dietmar Hassler wird dann auch noch mal was dazu sagen, dass wir irgendwann die Kreisgrabenanlage zumindest in Teilen vielleicht auch wieder aufgebaut bekommen, die es dort früher mal gab und für die sich der Heimatverein Prolis sehr stark engagiert. Aber dazu wird Dietmar Hassler dann noch mal ganz kurz was sagen. Und da die Buga aber auch viel mit Blumen zu tun hat, na klar, eine Gartenschau, ist aus den Ausschussberatungen heraus jetzt ein bunter Blumenstrauß entstanden. Das, was wir als federführendes Ausschussvotum vorliegen haben. Jede Fraktion hat ihre Lieblingsblumen eingebunden, völlig egal, ob diese zur Jahreszeit passen oder nicht. Beispielhaft will ich hier die Ticketmodelle nennen, die Kollege Deppe gerade schon erwähnt hat. Wir haben noch nicht mal den Zuschlag für die Buga. Wir geben heute formell den Bewerbungsauftrag. Und die Buga soll in 10 Jahren stattfinden. Wir reden aber heute schon darüber, welche Ticketmodelle wir haben wollen. Das ist das Gleiche, als wenn wir heute festlegen würden, welche Heißgetränke verkauft werden sollen, obwohl wir noch gar nicht wissen, wo die Kaffeemaschine ihren Platz haben wird. Also aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt jetzt vollkommen falsch gewählt, aber sei es drum, es ist jetzt im federführenden Ausschussvotum drin. Öffnet allerdings die Türen, wir werden sie dann noch hören von den Kollegen von den Linken, dafür, dass weitere Änderungsanträge kommen, die noch weitere Ticketmodelle wünschen. Grundsätzlich hat sich gezeigt, der Bewerbungsprozess braucht eine enge Begleitung durch den Stadtrat. Das haben wir in dem letzten Jahr gesehen mit dem Bewerbungsbeirat. Wenn wir also den Zuschlag dann entsprechend bekommen haben, dann ist es gut, wenn es auch diesen Buga-Beirat geben wird, der im Rahmen des Stadtrates die Arbeit eng begleiten wird. Je klarer die Planungen werden, desto wichtiger wird dann allerdings auch die Frage der Mobilität. Kollege Deppe hat auch schon darauf hingewiesen, da sehe ich ehrlich gesagt noch einen großen Knackpunkt. Ich glaube, da haben wir in den nächsten zehn Jahren noch einiges zu tun. Aber wir wissen heute auch noch nie, wie wir uns in 10 Jahren in dieser Stadt fortbewegen werden. Zum Schluss gehört zur Wahrheit auch, die Buga wird verdammt viel Geld kosten. Der Oberbürgermeister hat es schon erwähnt. Selbst mit den Fördermitteln, die veranschlagt werden, wird ein hoher Eigenanteil bei der Stadt verbleiben. Und sicher kann man darüber streiten, ob hier die Prioritäten richtig gesetzt werden. Ich sage klar ja, denn die Investitionen in die Buga sind Investitionen in eine zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtentwicklung, die unser Dresden noch lebenswerter machen werden. Deshalb sagen wir als CDU klar ja zur Buga-Bewerbung. Und zu den Änderungsanträgen, die im Laufe der Debatte noch eingebracht werden, haben wir uns jetzt als Fraktion heute nicht mehr verständigen können, weil sie erst kurz vor der Sitzung kamen. Und deswegen bitte ich, Herr Oberbürgermeister, darum, dass wir dann, bevor wir abstimmen, noch mal eine kurze Auszeit machen können. Danke. Gut, werde ich beachten. So, wir kommen dann zur nächsten Fraktion, Fraktion Die Linke. Herr Scheubach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, jene Teile unserer Stadt, die bisher eher ein Schattendasein geführt haben oder die eher stiefmütterlich behandelt worden sind, die können jetzt zu neuer Blüte geführt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist richtig, die Bundesgartenschau ist eine Chance für die weitere Entwicklung unserer Stadt. Die Attraktivität und Schönheit unserer Stadt kann damit nachhaltig gesteigert werden. Was uns von den Linken in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist Folgendes. Wir wollen hier nicht nur irgendwie ein Event, das dann sich den Bedürfnissen der touristischen Vermarktung unterzuordnen hat, sondern wir wollen die Bundesgartenschau als Ereignis ausgestalten, als ein Ereignis auch der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, für die es ein positives Erlebnis sein soll und keine
geschlossenen Zäune, vor denen sie stehen, weil sie es sich möglicherweise auch nicht leisten können. Und genau deshalb sagen wir, wir wollen, dass die Bundesgartenschau auch Leute, dass sich an der Bundesgartenschau auch Leute mit kleinem Geldbeutel erfreuen können sollten. Und deshalb schlagen wir mit unserem Ergänzungsantrag vor, dass der Dresdenpass auch bei den Eintrittskarten für dieses wichtige Ereignis gilt, damit alle dieser Stadt teilhaben können. Meine Damen und Herren, auch wenn wir heute eine wesentliche Entscheidung treffen, bis zum Ziel im Jahr 2033 ist es noch ein weiter Weg. Es sind noch einige Hürden zu überwinden und es sind einige Höhenmeter zu bewältigen. Eine der größten Herausforderungen dürfte das liebe Geld sein. Unter Berücksichtigung der Inflation wird mit einer Gesamtinvestitionssumme von sage und schreibe 231,5 Millionen Euro geplant. Das ist kein Pappenstiel. Zum Vergleich, um einmal die finanzpolitische Dimension deutlich zu machen, der Sanierungs- und Investitionsbedarf bei den vorhandenen Straßen in unserer Stadt beträgt aktuell 173 Millionen Euro. Von der für die Bundesgartenschau erforderlichen Investitionssumme von über 231 Millionen Euro plant die Stadtverwaltung mit einem ganz wesentlichen Teil mit fremdem Geld, nämlich dem des Landes und des Bundes. Zwei Drittel der Kosten sollen durch Fördermittel abgedeckt werden. Das sind über 150 Millionen Euro. Und ich darf einmal an dieser Stelle daran erinnern, dass das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Monat gerade der Ausgabe von 60 Milliarden Euro einen Riegel vorgeschoben hat, wovon auch Fördermittel betroffen sind, mit denen man hier in Dresden gerechnet hatte. Und ich darf an das Drama erinnern, wie auf Bundesebene gerade versucht wird, sich zu einem Haushalt zu ampeln, von dem längst nicht klar ist, ob er später auch verfassungsrechtlich Bestand haben wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollte man das ganz nüchtern sehen. Mit der Machbarkeitsstudie zur BUGA 2033 haben wir jetzt in unserer Stadt eine interessante konzeptionelle Grundlage geschaffen. Der Stadtrat wird heute dieses Konzept bestätigen und die offizielle Bewerbung für die Austragung der Bundesgartenschau beschließen. Das ist eine wesentliche und zu begrüßende Weichenstellung, die die Fraktion Die Linke auch mitträgt. Aber wir wissen auch alle, dass bis zum Jahr 2033 noch eine Menge Wasser die Elbe herunterfließen und noch so manche Klippe zu umschiffen sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion. Frau Hollerwinkel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es gerade gehört, es wird also sehr viel Geld in die Hand genommen werden in den nächsten Jahren und ganz Dresden und das Umland sollen von der BUGA profitieren. Es könnte sich zu einem Turbo entwickeln für die nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung und man kann innerhalb von 10 Jahren Sachen umsetzen, die sonst sehr viel längere Zeit brauchen würden. Die BUGA ist eine riesige Chance für unsere Stadt, aber sie ist auch ein Risiko und das darf man bei aller Freude nicht vergessen. Es wird sich nämlich erst im Laufe der Zeit herausstellen, wie nah das BUGA-Konzept tatsächlich an die Ideen, die jetzt in der Machbarkeitsstudie skizziert wurden, herankommt. Es ist nämlich längst nicht klar, ob die 4 Kernareale tatsächlich so umgesetzt werden können wie geplant. Da würde ich gerne was zitieren, was Herr Hilbert am Dienstag zu uns in der Fraktion gesagt hat, nämlich die konkrete Planung der tatsächlichen Umsetzung, die erfolgt erst später. Und ein Problem ist nämlich zum Beispiel für uns diese weite Entfernung zwischen den 4 Kernarealen. Darin besteht für uns die Gefahr, dass man die BUGA als Ganzes vielleicht nur schwer erlebbar
sein könnte und das vielleicht das ganze Konzept zerfasert. Also muss man natürlich den verbindenden Elementen besondere Aufmerksamkeit schenken. Und die sollen ja in Form von Grünzügen oder auch mit dem blauen Band Geberbach geschaffen bzw. ausgebaut werden. Und hier könnte uns dann die langanhaltende Trockenheit der letzten Jahre und der damit verbundene Wassermangel einen ganz schön gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Man muss sich nur die Prisnitz angucken in den vergangenen Sommern und kann erahnen, dass aus diesem blauen Band Geberbach ganz schnell ein braunes Band werden könnte. Und auch um die Grünverbindung machen wir uns Sorgen, wenn man nämlich bedenkt, dass seit 2017 in Dresden jedes Jahr mehr Bäume gefällt, als gepflanzt wurden. Da muss sich unsere Umweltbürgermeisterin mächtig ins Zeug legen, damit wir auch in 10 Jahren noch zu den grünsten Städten Europas gehören. Das sind alles Probleme, die man jetzt mitbedenken und die man spätestens jetzt angehen muss. Und ein weiterer Punkt, der uns große Sorgen macht, ist der Verkehr. Auch hier könnten wieder diese 4 ziemlich weit voneinander entfernten Kernareale zum Problem werden, das man nachhaltig und kreativ lösen muss. Jetzt können wir leider keine Seilbahn bauen wie in Mannheim, aber wir können die Weichen dafür stellen, dass Dresden zur Buga nicht im Verkehr erstickt und die Shuttlebusse im Dauerstau stehen. Und ein kleiner Tipp, das Problem Verkehr wird man nicht lösen können, indem man dringend notwendige Verkehrsprojekte und im Zusammenhang mit der Verkehrswende weiter vor sich her schiebt und bei Abstimmung zu diesen wichtigen Projekten nur die eigenen Interessen oder die des eigenen Wahlkreises verfolgt. Und indem man der Verwaltung immer neue Prüfaufträge gibt, die sie dann möglichst schnell beantworten soll. Und da sind wir in den nächsten Jahren alle gefragt. Überhaupt ist es ja eine Frage, wie Dresden in 10 Jahren überhaupt aufgestellt sein wird im Bereich Gesellschaft, Klima oder Wirtschaft. Und da ist es natürlich wichtig, dass es Ticketmodelle gibt, die dazu beitragen, dass wirklich jeder die Buga besuchen kann. Aber das sind halt Details, um die wir uns in 8 Jahren noch kümmern können. Man muss nämlich aufpassen, dass man sich jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren da nicht im Klein-Klein verliert. Ja, und was wir hingegen wirklich jetzt bedenken wollen an der Stelle und was wir dem Oberbürgermeister gern mit auf den Weg geben wollen, das ist, dass Projekte, die bereits Beschlusslage sind, jetzt im Zuge dieser Buga-Planung nicht unter die Räder geraten und sehr stark zeitverzögert umgesetzt werden. Und ganz konkret geht es um 2 Bereiche, die tatsächlich auch in den Kernarealen liegen. Das ist zum einen der Sportplatz im Südpark, der schon seit sehr vielen Jahren gewünscht wird, der bereits Beschlusslage ist mit dem Bebauungsplan und wo man jetzt wirklich darauf achten muss, dass der jetzt eben nicht erst 2033 kommt, sondern eben zeitnah. Und das haben wir in einem entsprechenden Ergänzungsantrag schon mit reinformuliert. Ne, der Dresdner Süden hatte wirklich, ist nicht gerade üppig ausgestattet mit Sportflächen und die Leute warten, dass das endlich losgeht. Genauso sieht es auch aus mit dem Kiessee in Leuben. Da ist Beschlusslage, dass es dort endlich sicheres Schwimmen möglich sein soll. Bitte nicht erst 2033, wir können das den Leuten nicht vermitteln, dass sie da jetzt noch länger drauf warten müssen. Es hat da bereits Todesopfer gegeben, wir wissen das und das ist wirklich eine wichtige Sache, die jetzt endlich kommen soll. Ich denke, unser Ziel muss sein, dass wir die Dresdnerinnen und Dresdner in den nächsten Jahren zu echten Fans der Buga entwickeln oder werden lassen und dass sie den Mehrwert für die Stadtgesellschaft und für sich ganz persönlich erkennen, denn nur dann werden sie auch Verständnis haben für die Einschränkungen, die es geben wird bei der Umsetzung dieses Großprojekts. Und dazu gehört natürlich, dass es weiterhin eine gute Beteiligung der Stadtgesellschaft geben wird und dass das ein Gemeinschaftsprojekt für die gesamte Stadt wird. Und da haben wir nämlich die Chance, tatsächlich auch Risse zu kitten, die in den letzten Jahren entstanden sind, Menschen wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich im Moment entweder nicht viel zu sagen haben oder sich nur noch anschreien. Das würde uns als SPD-Fraktion sehr freuen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die FDP an der Reihe. Herr Zastrow. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, mir ist das ein bisschen zu viel Bedenkenträgerei hier in der Runde. Ich glaube, etwas mehr Begeisterung könnte der Stadtrat schon rüberbringen. Das ist doch endlich mal wieder ein richtig cooles Projekt. Und wir brauchen als selbstbewusste große Stadt auch hin und wieder mal etwas, wo die Bürgerschaft sich dahinter versammeln kann. Wir brauchen auch mal ein paar große Ziele, ein bisschen was, ja, was ein bisschen Mut erfordert, wo Ehrgeiz dazugehört, und das ist ja nun mal sowas. Das müsste, also auf die Idee zu kommen, sich zu bewerben, ist ja wirklich, Herr Oberbürgermeister, ja, ein bisschen Gespür hat er doch manchmal, richtig gut gewesen. Ja, ist schon so, ist schon so, ist schon so. Denn das passt ja wie die Faust aufs Auge.
Dresden ist nun mal Landschaftsstadt. Es gibt, glaube ich, in keiner anderen Stadt so viel Grün wie hier in unserer Stadt. Wir haben so viele verschiedene Naturräume. Wir sind aufgrund der Dresdner Heide viertgrößte Flächenstadt Deutschlands. Das kann man ja noch ein bisschen zelebrieren. Da kann man ja was draus machen. Damit kann man arbeiten. Und gerade, dass man diese Flächen jetzt nimmt, die über Jahrzehnte vernachlässigt worden sind und die wahrscheinlich auch sonst nie eine Chance hätten, entwickelt zu werden, das ist doch nur gut. Also ich verstehe all diese Bedenken überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein genau das richtige Projekt. Das müssen wir machen. Klar, es gab schon mal ein anderes Projekt in Dresden, was wie die Faust aufs Auge zu uns gepasst hat und was gründlich versaut worden ist, nämlich die Kulturhauptstadtbewerbung. Auch da habe ich schon mal gedacht, das ist genau das, was wir machen müssen. Ich habe aber den Eindruck, dass man diesmal daraus gelernt hat und ganz anders, mit einer völlig anderen Qualität, mit viel mehr Leidenschaft, mit einer ganz anderen Einbindung genau dort jetzt an die Buga herangegangen ist. Deswegen bin ich dort sehr, sehr zuversichtlich, dass das diesmal gelingen wird und auch mittragen wird. Der Kollege Schmidt hat ja gesagt, dass er am Südpark groß geworden ist. Da muss ich als Plattenkind Ihnen gestehen, ich bin in Leuben groß geworden. Und nicht in Baden-Württemberg, Herr Lichti, sondern ich bin in Leuben groß geworden. Und ich sage eins, das ist doch eine ganz gewaltige Chance. Und jeder Leubener und alle, die den Kiessee kennen, werden sich freuen, dass nun endlich da was passiert. Das haben wir uns schon zu DDR-Zeiten gewünscht. Wir waren natürlich auch illegalerweise trotzdem dort baden, richtigerweise, weil es geht ja. Aber dass jetzt eine Chance besteht, diesen Kiessee zu entwickeln, wo wir so dringend Wasserflächen brauchen, wo wir auch das Thema Bäder als ganz zentrales Thema haben. Hey, Jungs, das könnt ihr nicht wegwerfen. Ja, mit dem Kollegen von der AfD, klar ist das viel Geld, gar keine Frage. Ja, da hat er Glück gehabt. Da hat der Mann dem Besitz Glück gehabt, dass wir jetzt mit der Buga kommen. Das war bei dem Grundstück hier drüben auch. Man hätte es vielleicht 50 Jahre nie verwenden können. Das ist nun mal manchmal so, diese Kröte müssen wir schlucken. Aber das, was dahinter steht, das, was entstehen kann, das ist für Dresden gut, das ist für Leuben gut, das ist für Laubegast gut, für die ganze Entwicklung der Stadt. Deswegen volle Zustimmung. Aber hier Dresden passt und sowas, also da lassen Sie in 8 Jahren drüber reden, Anni, heute. Dankeschön. Freie Wähler, freie Bürger, das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir konnten ja kürzlich in der Zeitung lesen, dass unser Oberbürgermeister sich nicht oft genug gelobt fühlt. Da keiner Interesse hätte, dass er gut aussieht, habe ich dort der Presse entnehmen müssen. Ich kann es auch nicht verstehen, wie das kommt beim Oberbürgermeister. Aber er hat diesen Prozess engagiert und sehr gut geleitet. Er war auch immer dort, hat, sage ich mal, keine Beiratssitzung verpasst. Ich finde, das kann man auch mal positiv erwähnen. Also er hat sich hinter diese Bewerbung geklemmt und deswegen ist auch aus dieser Bewerbung was geworden. Und darüber können wir, glaube ich, alle froh sein. Es ist schon gesagt worden, es ist eine Riesenchance für Dresden. Wir können Dinge entwickeln, die wir sonst in 100 Jahren nicht entwickelt hätten. Aber wenn wir das jetzt entwickelt bekommen, dann wirkt es prägend für die nächsten 100 Jahre. Also es ist wirklich ein großes Projekt, ein richtig großes, ein wichtiges Projekt. Und ich bin sehr froh, dass es eben auch ein Projekt ist für die Entwicklung von Grünräumen, von Mikroklimatisierung, weil damit ja eigentlich auch ein wesentlicher Kern und ein wesentlicher Wert dieser Stadt auch entwickelt wird, nachdem man nach 1990 andere Prioritäten gesetzt hat, vielleicht auch setzen musste, ist es jetzt ein wichtiger Punkt. Ich möchte auch noch erwähnen, es war ja vor einem Jahr der Antrag meiner Fraktion, der Dissidenten, dass wir gesagt haben, ja, Buga, wunderbar, aber es kann nicht sein, dass es alles nur südlich der Elbe stattfindet. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt Teil dieses Buga-Konzepts auch im Nordraum der sogenannte Proschhübel ist, eigentlich die Halde 2 plus der Hechtpark plus der St. Pauli-Friedhof. Mit der Option, und darum geht es ja dort eigentlich inhaltlich, von dem Nordraum über den Heller in praktisch eigentlich bis zur Elbe zu kommen.
Wer sich auskennt, der weiß, da kommt dann der Hansapark, da kommt dann das Gelände Alte Leipziger Bahnhof, wo wir auch eine große Grünfläche entwickeln wollen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da sind wir sehr dankbar, dass das die Leute von der Machbarkeitsstudie aufgenommen haben. Ich bin auch froh darüber, dass der Umweltausschuss jetzt schon in den Beschlussantrag unseren Ergänzungsantrag aufgenommen hat, dass der Oberbürgermeister aufgefordert wird, dieses Grundstück, was da noch fehlt im Nordraum, nämlich zwischen der Halde 2, also diesem Trümmerberg dort, und dem Hechtpark an der Stauffenbergallee, da gibt es ein großes Gelände, was jetzt von der Bereitschaftspolizei genutzt wird. Und wer es kennt, der weiß, das wird von der Bereitschaftspolizei nicht genutzt, das gehört nur zu dem Gelände. Und ich sage es mal ganz, ganz offen, ich erwarte eigentlich, dass der Oberbürgermeister und der Freistaat Sachsen es möglich machen, dass dieses Gelände auch Teil der Buga werden kann, weil wer sich dort ein bisschen auskennt und dort rumläuft, der weiß, das muss dazugehören, sonst macht das Ganze relativ wenig Sinn. Aber ich bin froh, dass es jetzt in der Beschlussvorlage drin ist. Aber um was geht es? Ich möchte jetzt auch noch mal was sagen, was bisher noch nicht erwähnt worden ist. Ich halte es mal hoch, man wird es nicht sehen. Das ist ein kleiner Auszug aus der Klimafunktionskarte der Landeshauptstadt Dresden, finden Sie im Themenplan. Und dort, wo es rot ist, ist es zu warm. Und da können Sie auf jeder Ort in Dresden können Sie nachgucken, ist es dort kühl, ist dort eine Zone, aus der Kühle ausgeht, ist es eine Kaltluftleitbahn oder ist es zu warm und wie warm ist es denn? Und wir sollten wirklich diese Bundesgartenschau dazu nutzen, um die überwärmten Gebiete tatsächlich auch zu klimasanieren. So, und ich habe das immer wieder eingebracht in die Beiratssitzungen, da wurde mir dann immer gesagt, naja, wir müssen jetzt erstmal die Kernprobleme klären, habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, es müssen die Anforderungen vom Herrn Brandner irgendwie geklärt werden, dass alle Blumenschauen irgendwie untergebracht werden, ja, geschenkt. Aber jetzt, wenn wir das beschließen, besteht die eigentliche Kunst und die eigentliche Aufgabe bei diesem Buga-Konzept tatsächlich, die Kerngebiete und die Ergänzungsgebiete als Ausgangspunkt einer tatsächlichen Klimasanierung der überwärmten Gebiete zu nutzen. Das ist das Zentrale. Ich erinnere daran, es waren viele von uns in Mannheim mit. Manche meinten ja, sie müssten da nicht mitkommen, weil sie schon alles wissen. Was hat Mannheim gemacht? Das zentrale Projekt der Buga Mannheim war, dass sie eine amerikanische Kaserne entsiegelt haben. Und da ist gar nichts drauf gemacht worden und die Mannheimer haben uns erklärt, aber genau dadurch, dass wir das entsiegelt haben, können wir jetzt Stadtteile belüften, die vorher, sage ich mal, nicht belüftet werden konnten. Also, die Klimasanierung ist ein ganz wesentlicher Teil der modernen Bundesgartenschauen. Und da haben wir jetzt in Dresden die Chance, das auch exemplarisch und innovativ und modellhaft vorzuführen. Und das bedeutet, wir müssen auch die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, die müssen wir gewinnen, denen müssen wir Modelle vorlegen. Wie können sie dazu beitragen, dass ihr Grundstück auch Teil einer Klimasanierung, Teil eines Biotopverbunds werden kann, heißt es auf Deutsch. Ich weiß, das wird nicht gedacht. Es ist auch leider bisher von den Machbarkeitsleuten nicht gedacht worden. Aber ich wünsche mir, dass das in den nächsten Jahren dann auch gelingt. Also wir stimmen gerne zu und hoffen, dass das Projekt gelingt. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde zunächst abgeschlossen. Wir kommen jetzt zu weiteren Redewünschen. Erst Herr Wirz, dann Herr Hasler und dann Herr Engel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte. Es kommt vielleicht heute auch wieder zur Bundesgartenschau, zu der Vorlage, zu einem einstimmigen Ergebnis, aber ich würde schon davor warnen, das überzubewerten. Es steht uns gut an, Realismus zu bewahren und ich möchte hier mal gleich darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Rostock die Bundesgartenschau 2025 vor einem Jahr abgesagt hat, weil sie nicht finanzierbar war, weil sie aus irgendwelchen technischen Gründen nicht durchführbar war. Die angefangenen Gelände dort sind jetzt im Prinzip in einem, wenn man sagen, ungenutzten Zustand. Es gibt durchaus auch in der Geschichte Probleme mit Bugas, dass sie defizitär gewesen sind. Es gibt Probleme damit, dass die Gelände anschließend nicht mehr adäquat genutzt worden sind und die Risiken soll man nicht wegreden. Es wundert fast, dass der Herr Zastrow hier so eine sozialistische Rede gehalten hat. Hätte man von Liberalen nicht erwartet, aber in der Regierung in Berlin wird dann auch ein Haushalt veranstaltet, als wenn Geld auf Bäumen wachsen würde. Und wir sind mal gespannt, wie das weitergeht.
Wenn wir in Zukunft keine solide wirtschaftliche Grundlage mehr haben, dann wird es sehr schwierig, die ganzen Vorhaben in der Stadt zu finanzieren, angefangen von Schulen, von Straßen, angefangen von einer Dekarbonisierung, die auch eine Menge Geld kostet. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht verzetteln und die Machbarkeit aus dem Auge verlieren. Das geht schon damit los. Und dazu zu diesem Änderungsantrag. Wir möchten die Grundstücke in Dobritz nicht zu diesem Preis kaufen. Er ist vollkommen überhöht, er ist mehrfach überhöht. Für einen Trümmerberg, für eine Kleingartenanlage sollen wir im Prinzip mit Nebenkosten über 1 Million Euro bezahlen. Damit geht die Unverhältnismäßigkeit dieses Vorhabens los. Das wird man zum Ende nicht durchhalten. Und wir möchten dem Oberbürgermeister dann hier auch den Auftrag geben, den Preis nachzuverhandeln. Es gibt für diese Grundstücke keinerlei alternative Verwertungsaussicht. Es gibt für diese Grundstücke sonst keine Nutzungsmöglichkeit. Und im Rahmen der Bundesgartenschau sind diese Grundstücke ein nice to have, aber sie sind nicht notwendig für die Bundesgartenschau. Insofern sollte man hier auch dem Besitzer des Grundstückes mit der Realität konfrontieren, dass eben notfalls diese Grundstücke nicht erworben werden. Hier geht im Prinzip der Realismus los. Derzeit ist es so, dass in Apotheken Medikamente fehlen. Die Menschen können sich die Heizung kaum noch leisten. Die Preissprünge sind keinesfalls verdaut. Wir müssen uns unter Umständen auf die notwendigen Dinge beschränken und aufpassen in der weiteren Begleitung dieses Projektes, inwiefern es noch für die Stadt realistisch ist. Der Herr Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen, auf die Gärten, die es in der Stadt gibt. Der große Garten ist von Königshäusern oder vom Kurfürsten damals oder später auch von den Königen weiterentwickelt worden, die Bürger mit Steuern überlastet haben, die keinen Realismus hatten und die im Prinzip einen übermäßigen Repräsentationsdrang ihre Möglichkeiten überschätzt haben. Lassen Sie uns das eine Warnung sein. Ich danke Ihnen. So, nächster Redner, Herr Hassler, dann Herr Engel. Herr Hassler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Vertreter der Presse, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Seit über 13 Jahren bin ich Vorsitzender vom Kleingartenbeirat. Und es ist zur Tradition geworden, dass wir jedes Jahr eine Fahrt zu einer Gartenbauausstellung durchführen. Gemeinsam mit dem Dresdner Stadtverband und Vertretern von Vorständen können wir mitreden. Und ich bin sehr glücklich, dass es zu dieser Vorlage gekommen ist. Aber ich habe das gerade noch mal mit vorgenommen. Irgendwie haben einige die Beschlussfassung nicht richtig gelesen. Es reicht, wenn ich den Punkt 1 noch mal vorlese. Der Stadtrat beschließt eine offizielle Bewerbung der Landeshauptstadt Dresden für die Austragung der Bundesgartenschau 2033. Den Rest spare ich. Und wenn ich hier einige Beiträge höre, da haben wahrscheinlich einige die Beschlussvorlage nicht richtig gelesen. Natürlich gibt es Dinge, die wir verändern müssen. Ich bin aber heute als wiedergewählter Stadtrat hier, aber ich spreche jetzt auch als Vertreter des Stadtbezirksbeirates Brohles, denn von dort bin ich in dem Ausschuss mit gewesen und kann natürlich ein paar Beispiele sagen. Und ich fasse mich da auch ganz kurz. Vorher noch ein Wort. Wir hatten mal in den 90er Jahren einen Ausschuss Ostfraugehege. Da ging es schon mal um die Bewerbung von Dresden für eine Gartenbauausstellung. Das ist damals aus finanziellen Gründen gescheitert. Natürlich klingt das sehr viel, was hier ausgegeben wird. Aber über 10 Jahre verteilt und mit einer klugen Haushaltspolitik, wie sie die CDU-Fraktion seit Jahren hier gestaltet, schaffen wir das. Und ich sehe, ich kann mich erinnern, dass die CDU-Fraktion, und da war ich noch da,
die Woba verkauft hat, und seitdem geht es uns besser. Im Gegensatz zu einigen anderen Stadträten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und für mich persönlich ist das heute eine Sternstunde. Dass wir nach vorn blicken und das beschließen. Es geht um die Bewerbung. Alles andere kommt noch. So, und Beispiele, was zum Beispiel mit aufgenommen wurde, da brauchen wir auch gar nicht tiefer reinführen. Herr Schmidt hat das schön gesagt, der Archäophor hat, wir haben erreicht, dass das Blauband Geberbach mit Stadteintritt in Nickern beginnt. Und dort haben wir nämlich diesen Archäophor und eine über 5000-jährige Kreisgrabenanlage. Alleine das ist schon die Bewerbung wert. Es werden wahrscheinlich zukünftig auch Leute aus ganz Europa kommen. Und ich muss mich erst an die Redezeit gewöhnen, aber deshalb komme ich auch gleich zum Schluss. Vielen Dank für die Macher, die uns diese Vorlage erstellt haben. Und ich freue mich auf eine breite Zustimmung. So, als nächster Redner Herr Engel, dann Frau Mühle. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hassler, es freut mich erstmal sehr, dass Sie das Wirken des ehemaligen SPD-Finanzbürgermeisters Lames hier nochmal so hervorheben. Das freut mich gar sehr. Danke. Ich will aber auch zum Thema zurückkommen. Die Buga ist eine riesige Chance für unsere Stadt und ich werbe da tatsächlich auch durchaus für ein positives Bild, weil wir eben hier auch mal die Teile unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen, die vielleicht, wo nicht immer alles toll und schön ist, sondern wo eben auch noch bitte was entwickelbar ist, wo es noch ein Stück vorangehen kann. Eben die Quartiere, wo vielleicht auch nicht alle Menschen so auf der Sonnenseite leben. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin und das sollten wir auch nicht kleinreden. Und es bietet eben auch Potenzial, den Tourismus in Dresden nochmal auf eine andere Basis aufzustellen, dass sich das eben nicht alles nur im Zentrum abspielt, sondern eben auch in den Bereichen, die wir jetzt hier mit dieser Buga-Bewerbung adressieren. Natürlich braucht das Ganze ein paar Voraussetzungen. Dazu gehört natürlich auch, dass uns die Grundstücke, die notwendig sind, am Ende auch gehören. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, ob dieser Weg der Nachverhandlung, Höchstpreis, wie auch immer, dass das wirklich jetzt uns zum Ziel in Dobritz führt. Wir müssen ja eine Sache mal sehen, es geht ja nicht darum, dass wir da einfach dieses Grundstück kaufen, ne? Und ja, weil wir halt die Fläche brauchen, ne? Und ja, das war's dann. Nein, das ist ja das zentrale Leitmotiv dieser kompletten Bewerbung. Diese Trümmerberge sind das zentrale Motiv in dieser kompletten Bewerbung, die wir jetzt einreichen. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen den einen Trümmerberg komplett raus. Es stehen ja nicht 3, 4 andere daneben, die wir dann alternativ kaufen könnten. Dementsprechend muss man, glaube ich, wirklich klug abwägen, ob man da wirklich sich auf diesen Pfad auch einlässt, weil am Ende kann auch in einer Nachverhandlung auch ein höherer Preis stehen. Das ist nicht auszuschließen, wenn man das ganze Paket nochmal aufmacht. Ich würde an der Stelle aber auch noch mal 1, 2 Worte zum Thema Kiessee-Leuben auch sagen. Meine Kollegin Frau Holowenko hat das schon erwähnt. Wir haben dort im Dezember 2019 schon mal einen Stadtratsbeschluss getroffen, der die Stadtverwaltung beauftragt, dort eine sichere Badestelle auch Schritt für Schritt zu schaffen. Und wir haben jetzt im Oktober 2023 eine Beschlusskontrolle bekommen, die so sinngemäß lautete, ja, wir warten jetzt erstmal ab, bis diese Buga-Vorlage heute hier beschlossen wird. Und unser Ergänzungsantrag nimmt da nochmal Bezug und sagt, liebe Verwaltung, bitte sorgt dafür, dass das ganze Thema vor 2033 schon bearbeitet wird und nicht einfach nur im Rahmen der ganzen Buga-Vorlage, weil das wird ehrlicherweise dem Willen des Stadtrats, der damals geäußert wurde, aber auch dem Willen der Bevölkerung vor Ort nicht gerecht. Dementsprechend wollen wir das hier nochmal bekräftigen. Das haben wir 2022 in der ersten Buga-Vorlage im Übrigen auch. Dementsprechend würde ich mich da über Ihre Zustimmung freuen. Danke. Als nächste Rednerin Frau Mühle, dann Herr Aschenbach. Hier und im Stream. Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über die Grundstücke. Ich möchte auch so als Ortsansässige, die von dort kommt und dort aufgewachsen ist, bloß noch mal zeigen. Das ist der Trümmerberg, um den es geht. Und
Das sind die Flächen, die hier blau markierten, die gekauft werden. Und man sieht, das hat auch eine gewisse Logik, weil schon andere Flächen dort der Stadt Dresden gehören. Also es ist nicht einfach jetzt willkürlich, wurden da jetzt noch Flächen erworben, sondern es schließt den sinnvollen Zusammenhang. Natürlich ist es kein Automatismus, dass das jetzt schneller geht und besser geht und sicherer geht mit der Badestelle. Das ist uns allen bekannt. Wir haben erzählen seit mehreren Wahlperioden, das muss dort endlich vorangehen. Denn jetzt nochmal diese Bestärkung der SPD unterstützen wir. Ich bin mir aber auch sicher, dass das nach diesem Gutachten, was jetzt ist, was entstanden ist, nach diesem Beschluss, den wir heute treffen zur Buga, dann auch wirklich weitergeht, weil der Bad, sowohl die Badestelle als auch das Gelände, was dort um den Trümmerberg entstehen soll, wirklich gewünscht wird von den Menschen und gebraucht wird. Vorhin hat Herr Laczynski damit angefangen, das Grundstück möchte ja niemand anders als Dresden. Und das ist nicht so richtig richtig, denn bei der ersten Befragung 2019, Bürgerbeteiligung zum Blauen Band, haben sich mehr als die Hälfte dafür ausgesprochen, dass sich dort was verändern muss, dass sich da was getan werden muss. Allerdings ist es ziemlich geteilt, ob es natürlich bleiben soll, aber aufgewertet oder wirklich genutzt. Deswegen ist es wichtig, dort weiterhin eine gute Bürgerbeteiligung, wie sie jetzt schon begonnen wurde, fortzuführen. Die Notwendigkeit der Gespräche und des Im-Gesprächsbleibens hat Frau Holowenko schon genannt. Wer sich vielleicht mal so einen Eindruck machen möchte, es gibt in Nickern schon so ein ähnliches Gebiet am alten Postweg, dort auch mit einem Aussichtspunkt auf so etwas Ähnlichem wie einen Trümmerberg. Da sieht man, dass das sehr viel genutzt wird und breit genutzt wird von Bevölkerung, von allen Menschen, die dort wohnen. Und ja, es ist so, dass wir dort etwas tun, nicht hier im Stadtzentrum, Verwaltungszentrum, Stadion, sondern wir machen was in Gebieten, die wirklich Unterstützung und Aufwertung brauchen. Und wir schaffen Erholungsraum für die Menschen im Quartier, auch über die Buga hinaus. Danke. So, dann habe ich als nächsten Redner Herr Aschenbach und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann. Hi. Zur Buga will ich gar nichts sagen, ist mir völlig egal. Aber als Thilo Wirtz den zastroschen Sozialismus entdeckt hat, hat er mich motiviert, doch noch einen Antrag zu stellen. 1 Million für einen Schuttberg. Was soll man dazu sagen? Vielleicht, dass der Grundstückseigentümer, Name vertraulich, eine verachtenswerte Kreatur ist. Das 3- bis 6-fache des sogenannten Marktwertes verlangt der gierige Raffke von der Stadt, die das Gelände erklärtermaßen für das Bundesgartenspektakel braucht und ist damit nur eines, ein asoziales Arschloch, das sich maßlos an den Steuergeldern seiner Mitmenschen vergreift, sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert. Glück gehabt, wie Holger Zastrow sagt. Was will man erwarten? Geldgier und Gewinnsucht sind eben Tugend bei neoliberaler Grundideologie und werden auch hier achselzuckend abgenickt. Kann man nichts machen? Oder doch? Laut dieser sozialistisch-demokratischen Grundordnung der BRD kann zum Wohle der Allgemeinheit auch enteignet werden. Daher stelle ich folgenden Ersetzungsantrag. Schreiben Sie mit. Sollte der Grundstückseigentümer nicht bereit sein, die Flurstücke zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, wird der Oberbürgermeister beauftragt, eine Enteignung der Grundstücke zu prüfen. Das ist das deutsche Justizwesen, sagen Sie mal. Wer regiert denn seit Jahrzehnten immer? Ich weiß auch nicht, warum die keine Entscheidung treffen können, bevor man sie braucht. Ich würde Sie bitten, mir den Änderungsantrag noch schriftlich zu geben, sodass ich dann in der Abstimmung dann mit einbinden kann. Zunächst habe ich jetzt als nächsten Wortmeldung Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich möchte auf zwei Sachen eingehen, die nicht direkt mit der Buga zu tun haben, sondern mit dieser Vorlage. Aber ich möchte beginnen damit, dass ich persönlich
die Buga-Bewerbung eigentlich ganz hübsch finde. Und ich bin da auch ganz bei Herrn Zastrow. Das ist eine große Sache. Wir sollten das mal daraus jetzt was machen oder, wie man so schön sagt, endlich mal machen. Und wie es dann genau ist, da können wir uns die nächsten 10 Jahre, ich hoffe, konstruktiv Gedanken machen. Die 2 Sachen, auf die ich hinweisen wollte am Rande dieser Vorlage, ist erstens, dass es sehr, sehr schön ist, dass wir jetzt wieder in privatbesitzliche Flächen in städtischen Besitz bekommen, wo Kleingärten drauf sind. So. Das hat bisher noch keiner gesagt, aber es ist ja so, wir haben eine Kleingartenanlage, die gehört irgendjemandem, irgendeiner Firma. So, und die ist natürlich das ewige Damoklesschwert, ob das denn dann noch Kleingarten bleibt, weil man kann ja diese Fläche auch wieder verkaufen. Deswegen verstehe ich die Position der AfD, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, die dann sagt, jo, cool, Kleingärtner, habt doch bitteschön irgendwie dann weiterhin Angst, dass ihr in 2, in 5, in 10 Jahren an irgendeine Heuschrecke verkauft werdet und dann kommen wir da irgendwie wieder eine Waschstraße drauf oder einen Einkaufsmarkt, einen Netto oder vielleicht auch irgendwie ein paar Wohnhäuser. So, also hier ist jetzt ein Vorgang, dass wir, schön, für 20 Euro pro Quadratmeter, wir kriegen jetzt hier ziemlich große Fläche an Kleingarten zurück. Und ich nehme an, das ist auch ein Grund, warum der Kleingartenbeirat hier sehr freudig mit zugestimmt hat. Die 2. Sache, an die ich erinnern möchte, ist, was hat uns denn überhaupt in diese Lage gebracht? Oder anders gesprochen, der Mensch, der das da besitzt, der hat das doch nicht schon seit den 80er, 70er, 60er Jahren besessen. Der hat es ja irgendwann mal gekauft. So, und dann, was hat er damit gemacht? Dann hat er es liegen lassen. So, und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist das denn eigentlich sinnhaft, dass irgendjemand eine riesige Fläche besitzt und damit nichts macht und einfach nur wartet, bis der glückliche Zeitpunkt kommt, wo entweder die Stadt oder irgendjemand anders ihm das für unendlich viel Geld abkauft? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Jetzt könnte man sagen, Schulte, jetzt sei mal still, das ist nicht kommunale Aufgabe. Doch ist es, denn unsere höheren Stellen haben uns jetzt die Grundsteuer C geschickt. Und ich bin mal sehr froh oder sehr gespannt drauf, wie die Diskussion sein wird, insbesondere auf der Seite des Stadtrats, wenn es dann darum geht, aktiv wirklich das Liegenlassen von Grundstücken zu verhindern, damit wir in Zukunft nicht wieder in diese Lage kommen, in die wir jetzt gekommen sind. Meine Damen und Herren, 3 Minuten, Dankeschön. Und vielleicht war ich ja der Letzte, mal gucken. Nein, da gibt es weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Lazinski, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, nachdem ich jetzt das zum wiederholten Male angesprochen wurde, sehe ich mich doch nochmal genötigt, hier vorzugehen. Vielleicht fange ich mal mit dem Letzten an, zum Thema Kleingärten. Kleingärten genießen den Schutz des Bundeskleingartengesetzes. Es ist vollkommen egal, wem das Grundstück gehört, die sind geschützt. Insofern ist es eigentlich ziemlich egal, ob das Grundstück in der Stadt gehört oder irgendeinem privaten Besitzer. Wir hatten ja in den letzten Jahren lernen müssen, dass auch städtische Kleingartenflächen dann durch gewisse wasserrechtliche Themen dann plötzlich doch in Gefahr sind, siehe Bereinigung der Kleingärten im alten Elbarm. Vielleicht würde ich alles nochmal darauf eingehen, auf das, was Holger Zastrow gesagt hat. Natürlich, ich gönne es jedem, der ein bisschen geschäftliches Geschick beweist am Finanzmarkt und ordentliche Renditen erzielt, dass er auch mal ein bisschen Geld damit verdient. Aber doch bitte nicht auf Kosten des Steuerzahlers. Und das ist ja der springende Punkt. Wir reden hier über Steuergeld. Wir reden nicht darum, dass hier irgendjemand ein bisschen finanziell geschickt gehandelt hat, sondern wir reden darum, dass Steuergeld hier verprasst wird. Und das ist genau der Punkt, den wir hier ansprechen und den wir deshalb kritisch sehen und deswegen diese Nachverhandlungen wollen. Und das will ich gar nicht in Verbindung mit der Buga sehen. Wir unterstützen die Buga-Bewerbung genauso. Wir unterstützen die Buga-Bewerbung voll und ganz. Sie hatten ja vorhin die Frage gestellt, woher die Idee kommt. Wir hatten es 2019 ins Kommunalprogramm geschrieben. Vielleicht hat Herr Hilbert mal dort reingeschaut. Vielleicht kommt es daher, wer weiß. nichtsdestotrotz. Und vielleicht mal auf das, was Frau Mühle gesagt hat, einzugehen. Niemand anderes als Dresden wird dieses Grundstück kaufen. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass es gewisse Bürger gibt, die bestimmte Interessen auf diesem Grundstück haben, die sich auch gern dort aufhalten. Aber niemand von denen, die es dort gerne aufhalten würden, die auf die Idee kommen, dieses Grundstück zu kaufen. Und es würde sonst niemand in Dresden kaufen, außer eben die Stadt. Und das ist genau der Ausgangspunkt, weshalb wir hier nochmal nachverhandeln sollten, weil es gibt niemanden anders, der damit irgendwas anfangen kann als Eigentümer. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Wirtz, dann Herr Lichtin.
Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Schulte-Wissermann, ich will Ihnen nur ganz kurz sachlich entgegentreten. Die Grundsteuer C gilt für baureife Grundstücke. Sie gilt nicht für Grünland. Wenn Sie natürlich jetzt vorhaben, dort eine Waschstraße zu bauen oder eine Wohnsiedlung oder eine Fabrik oder ein Gewerbegebiet, sprengt das meine Vorstellung, wie das durch den Stadtrat geht. Also das geht vielleicht doch ein bisschen weit. Aber vielleicht wäre es gut, wenn Sie sich über die Mechanismen der Grundsteuer C erstmal kundig machen, ehe Sie hier im Prinzip irgendwelche Nebelkerzen zünden. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung. Herr Lichti, dann Herr Gilke. Herr Lazinski, natürlich gilt das Bundeskleingartengesetz. Das Problem ist bloß, dass wir bzw. die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in der Landeshauptstadt Dresden öfters die Erfahrung machen mussten, dass trotzdem Grundstücke verkauft werden, trotzdem Kündigungen erfolgen und die Leute dann in einen Rechtsstreit gezwungen werden und so weiter. Das macht dann der Stadtverband für sie. Aber es ist mitnichten so, dass das kein Problem ist. Und das ist genau der Grund, warum die Landeshauptstadt Dresden zum Glück in dem Kleingartenkonzept reingeschrieben hat, dass das Ziel der Landeshauptstadt ist, die Kleingärten zu erwerben. Und wir haben jetzt schon knapp 60% erworben. Und es ist hier in der Dobritzer Grundstück. Und da sind Sie einfach ein Falschmünzer, wie Sie auch sonst immer ein Falschmünzer sind politisch. Der Kollege Schulte-Wissermann hat es dargestellt. 2/3 dieses Grundstücks betreffen die Kleingärten. Und wir haben das eindeutige Votum des Kleingartenbeirates. Und der kleinere Teil betrifft dieses Trümmergrundstück. Und wenn Sie dann einfach mal nach den Bodenrichtwerten gehen, ich weiß nicht, ob Sie sich da mal kundig gemacht haben, ich habe es mal versucht zu berechnen, dann ist der weitaus größte Teil des Kaufpreises das Kleingartenland, weil das ist zu berechnen mit 57 nach 2021 Bodenrichtwerte Landeshauptstadt Dresden. Und Waldgrundstück ist 1,50, dieser eigentliche Trümmerberg, um den es geht. So, und dann rechne ich, Sie können ja vielleicht eine andere Rechnung hier darlegen, dann kommen wir auf 324.000 Euro. Und natürlich ist es eine Unverschämtheit, dass dieser Typ aus Bayern, ich glaube, so viel darf ich nicht sagen, keine Ahnung, ja, also, ne, dass der dort dann das Dreifache davon bekommt. Natürlich ist das eine Schweinerei. Aber die Kollegin Mühler hat zu Recht gesagt, warum hat es die Landeshauptstadt Dresden, Herr Vorjohann von der CDU, das Grundstück verkauft? Ein Riesenskandal, mit dem Rot-Grün-Rot 2014 endlich mal aufgehört hat. Wenn das nicht verkloppt worden wäre von der konservativen Seite, dann hätten wir jetzt nicht dieses Problem. Darum geht es doch. Also, wenn Sie sich weigern, hier dieses Grundstück zu kaufen, dann können sich die Buga sonst wohin schmieren. Dann wird es keine Buga geben. Und darum geht es. Und nachverhandeln, Entschuldigung, ich glaube, Herr Deppe hat schon gesagt, das ist doch totale Grütze. Wir haben im Ausschuss gehört, ich glaube, es war der Herr Kühn und zwar auch im Kleingartenbeirat, Herr Timroth, hat ausdrücklich gesagt, wir haben die Verhandlungen abgeschlossen, bevor das mit der Buga ruchbar wurde. Und jetzt macht der Mensch doch aus Bayern oder aus Baden-Württemberg oder ich weiß nicht woher, macht doch dann irgendwie den 5-fachen Preis, wenn er weiß, wir brauchen das für die Buga. Das heißt, es gibt keine Alternative, wir müssen dem jetzt zustimmen, auch wenn es bitter ist. Danke. So, dann haben wir Herrn Gilke noch. Herr Oberbürgermeister, ich kritisiere Ihren Vorsitz, wie Sie ihn hier gerade darstellen. Es wurde von Herrn Aschenbach ein Bürger dieser Stadt beleidigt. Und das kann nicht sein, dass Sie so etwas durchgehen lassen, dass Sie so etwas nicht mal kritisieren. Das zeigt Führungsschwäche ohne Ende. Das geht so nicht. Danke. Jetzt bin ich zutiefst erschüttert, aber ich nehme das für mich mit. Ganz kurz, bevor wir in die Auszeit gehen, die beantragt war, noch zu dem Thema Grundstücksbewertung, was hinterfragt war. Ja, natürlich tut uns auch der Geldbetrag weh. Auf der anderen Seite ist dem schon lange Gespräche vorausgegangen und lange Zeit überhaupt gar keine Verkaufsbereitschaft in irgendeiner Form, die vorhanden gewesen ist. Und eben die latente Gefahr, dass das, was auch als Konzeption von Ihnen, ich hatte es auch eingangs bei meiner Einbringung gesagt, beschlossen worden ist, mit Wegesperrung nicht umgesetzt werden kann. Und wir von der Bewertung her am Ende, das ist jetzt ein, sagen wir mal, berechtigter Wunsch, den er da dargestellt hat, selbige Größenordnung, wie wir die Nachbargrundstücke aufgekauft haben, nun auch für sich angesetzt sind. Damit
Ist überhaupt eine Verkaufsbereitschaft da? Wie gesagt, es war, bevor wir, deswegen haben wir bewusst das auch versucht abzuschließen, bevor wir mit Buga rausgegangen sind, eine Verbesserung der Preise ist nicht zu erwarten, sondern eher das Gegenteil. Und insoweit kann ich Ihnen nur empfehlen, es jetzt zu nutzen und jetzt eben dementsprechend auch zuzugreifen. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen in eine kurze Auszeit, sodass ich nochmal über die Änderungsanträge beraten kann und dann gehen wir in die Abstimmung zu den Vorlagen.
So, meine Damen und Herren, bitte die Plätze wieder einnehmen, sodass wir fortsetzen können und dann in die Abstimmung eintreten können. Aus der Auszeit nochmal Antragsbedarf. Herr Schmidt, bitte. Also ich beantrage jetzt nach der Auszeit, dass wir über die Fassung des Ausschusses Stadtentwicklung und Bau abstimmen. Für den Fall, dass das keine Mehrheit findet, beantrage ich zur federführenden Ausschussfassung punktweise Abstimmung. Naja, also ich will nur wiederholen, was schon von Herrn Zinski beantragt worden ist. Und der sagt, die Punkte 1 bis 5 und dann die ergänzten Punkte separat einzeln. Das haben wir schon als Grundlage und ich würde mal sagen, jetzt noch jeden Punkt einzeln abzustimmen, ich weiß nicht, ob das wirklich das substanziell weiterbringt, aber ich mache das auch noch. Aber nein. Also ich stimme dann ab über das, ob wir den ASB als Grundlage nehmen oder eben den Finanzen. Herr Oberbürgermeister, falls nicht der Beschlussvorschlag von Stadtentwicklung und Bau hier zur Grundlage gemacht werden würde, müsste ich ja meinen, unseren Ergänzungsantrag extra nochmal einbringen. Das würde ich dann für diesen Fall tun. Wir haben ja bisher einfach diesen Antrag, weil der ja praktisch erledigt ist, weil er in diesem Ausschussvotum drin ist. Wenn wir jetzt was anderes entscheiden, beantrage ich, dass dann darüber auch nochmal abgestimmt werden muss. Ja, also ganz ehrlich gesagt, Sie würden uns alle miteinander das Leben deutlich leichter machen, das sage ich jetzt mal in Richtung Unionsfraktion, wenn wir bei dem federführenden Ausschussvotum bleiben und eben dadurch, dass wir alle Punkte dann, die ergänzt worden sind, nochmal einzeln abstimmen, haben Sie alle Möglichkeiten der Gestaltung, wenn Sie an irgendeinem Punkt nicht mitstimmen wollten, dass ich das für einfacher und klarer und vernünftiger hielte. Können wir das so machen? Also, der Antrag war irgendwie vorhin nicht so ganz klar, ab über welchen Ausschussbericht und wo man welche Punkte einzeln abgestimmt haben will, aber am Ende entspricht das unserer Intention. Wir machen das so. Also, ich ziehe den Antrag auf Abstimmung SP zurück. Dankeschön. Dankeschön. So, dann sieht es wie folgt aus. Wir haben derzeit drei Ergänzungsanträge zunächst mal zum federführenden Ausschussbericht. Die würde ich als erstes abstimmen und dann würden wir den Komplex der finalen Abstimmung machen. Zunächst die Punkte 1 bis 5 in Zusammenhang und dann die ergänzten Punkte, dann 6, 7, 8, vielleicht 9 und 10, mal schauen, was von Ihnen aufgenommen wird und das jeweils in Einzelabstimmungen. So. Nein, wir haben ja bei der Tagesordnung gesagt, erst stimmen wir über die 12 ab und dann hinten dran über die 11. Und bei der 11 komme ich dann gleich nochmal, bevor wir in die Abstimmung da kommen, da gibt es ja drei Ersetzungsanträge, ich sage Ihnen dann auch nochmal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Aber das, wie gesagt, damit man jetzt nicht durcheinander kommt, zunächst erstmal in der 12. So. Und ich würde die Reihenfolge wie folgt wählen, der Ergänzungsanträge zunächst, weil es um den Punkt 7 geht, Fraktion Die Linke, dann würde ich den Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dann den von der SPD jeweils Ergänzungsanträge, die unabhängig voneinander sind, jetzt zur Abstimmung stellen. Und dann, wie gesagt, kommen wir zur Schlussabstimmung, so wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. Alles klar? So, dann darf ich fragen, wer dem Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.32 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen hat das keine Mehrheit gefunden. Also, Wiederholung der Zählung ist beantragt. Das ist namentlich, halt mal fest. Also, wer dem
Änderungsantrag Fraktion Die Linke zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Bleibt beim selben Stimmenverhältnis, also hat keine Mehrheit gefunden. Wir kommen jetzt zum Ergänzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen, die Kinder und Jugendlichen in der Beteiligung ein. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das hat mit 33 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Und dann haben wir den Ergänzungsantrag von der SPD. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Acht Ja-Stimmen, 16 Nein, 2 Enthaltungen, hat damit eine Mehrheit gefunden. So, jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung. Und da darf ich den federführenden Ausschussbericht hernehmen und zunächst den Komplex der Punkte 1 bis 5 zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Vierundsechzig Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Punkt 6 des federführenden Ausschussberichtes. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Vierunddreißig Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, damit so angenommen. Dann haben wir den Punkt 7 des federführenden Ausschussberichts. Hier geht es um die Ticketmodelle. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Dreiunddreißig Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, damit angenommen. Dann ist im Punkt 8 eine Zertifizierung nach dem Eco-Management-Audit-Schema angestrebt. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Einunddreißig Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, hat damit keine Mehrheit gefunden. Und dann haben wir vor uns ergänzt, dass wir die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen wollen, also den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Wer dem folgen möchte in der Schlussabstimmung, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Dreiunddreißig, einunddreißig, drei, wird damit angenommen. Und dann hatten wir ergänzt gehabt von der SPD diesen Antrag zum Kiessee-Leuben. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neunundvierzig Ja-Stimmen, 18 Nein, keine Enthaltung, wird damit auch angenommen. Und damit sind wir durch alle Punkte erstmal im Tagesordnungspunkt 12 durch, mit einem sehr, sehr deutlichen Votum pro Buga. Vielen Dank erstmal dafür. Machen wir den Abstimmungszyklus zunächst zum Abschluss bringen. Kommen wir jetzt zur Abstimmung beim Tagesordnungspunkt 11. Hier habe ich 3 Ersetzungsanträge.
Da kann man jetzt ein bisschen in der Semantik streiten. Ich sage mal aus meiner Sicht, der weitestgehende ist der von der AfD. Den würde ich als erstes abstimmen. Dann den von Fraktion Die Linke und dann den von Herrn Aschenbach. Und insofern fragen, wer jetzt dem AfD-Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 51 Nein, keine Enthaltung, der wäre mit abgelehnt. Wir kommen zum Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer den folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 40 Nein, keine Enthaltung, hat damit auch keine Mehrheit gefunden. Und jetzt kommen wir zum Ersetzungsantrag von Herrn Aschenbach, den er vor uns eingebracht hat. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 50 Nein, keine Enthaltung, damit auch abgelehnt. Führt uns dazu, dass wir über den federführenden Ausschussbericht jetzt abstimmen. Wer dem federführenden Ausschussbericht folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 24 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen. Und damit würde ich, bevor wir in die Pause hineingehen, die ja fast auf die Minute pünktlich 18.30 Uhr, Herrn Sandner noch nach vorne bitten und würde gerne noch, dass wir an dieser Stelle auch, wir haben es vorbereitet, wir haben ja mit einem fast einstimmigen Votum die Bewerbung auf den Weg gebracht, dass wir die Bewerbung auch noch hier Ihnen überreichen und Sie das entsprechend mitnehmen können und dann in die Gremium runter dann auch Ihre Gesellschaft einbringen können. Und wir sind dann gespannt und hoffen auf eine zeitnahe Antwort und auch hoffentlich eine positive Antwort. Vielen Dank.